8. Dann wollen wir doch mal eben. Wisst ihr, was wäre wahrscheinlich ein Problem, was für ein Problem wir haben? Ich habe, glaube ich, den ganzen Schotterstein verbraucht. Das wird natürlich schlecht sein gleich. Damit der Zug hier an der Seite reinfahren. Ich brauche auch denn noch keinen Dev, weil da ist noch nichts, was verteidigt werden muss. Uah. Das Ding bekommt gleich Dev, keine Panik. So, gib mir mal alle Schienen, die ihr noch findet. Ein paar sollten wir noch haben. Und hier, bitte, hör auf. Betonproduktion ist am Ende. Tja, doof, ne? Ich habe wenigstens einen Haufen Steine. Aber kein Stein mehr. Ist das Erz oder Stein? Erz. Da ist Stein. Da ist Stein. Da ist auch Stein hier im Süden. Unten auf dem Weg war Stein. Unten auf dem Weg war Stein? Mach doch Betonbrunnen, dann kannst du schneller laufen, das ist richtig. Ich suche aber den. Nein, ich sehe das. Ich suche den normalen Schotterstein, damit ich Schienen bauen kann. Ich suche nicht den. Den anderen Stein. Ach so, ja, auf dem Weg zu den Ölquellen war Stein. Da haben wir nämlich hier unten einen Stein. Also im Bereich, wo es ein bisschen Stein gibt. Wir müssen nur Strom dahin kriegen. Dann so ein paar gemeine Türme. Weil durch die Umweltverschmutzung der Minen könnten die angegriffen werden. Jetzt sagst du
mir gerade, dass hier so ein paar Mauern fehlen. Du kannst mich doch mal. Oben war ich gerade an der Kiste, wo 8000 Mauern drin waren. Obwohl ich glaube, ein Umspannwerk reicht für das ganze Ding hier unten. Ich habe so Durst. Und ihr seid eigentlich so müde und es ist eigentlich kaum jemand noch da. Weil die erste Zahl falsch ist. Die zweite Zahl wäre richtig. Ich glaube, die meisten sind um 12 Uhr schlafen gegangen. Deshalb werden wir auch gleich Feierabend machen. Okay, das Umspannwerk ist doch etwas kleiner. Irgendwo fehlt ein Stück. Ist ja nur Steinabbau. Aber wo fehlt denn jetzt die Verbindung? Ich glaube, bestimmt der ganz oberste. Ja, der ist nicht verbunden. Den ersten, den ich gesetzt habe. Na, der zweite. Oh, wenn die jetzt da unten angegriffen hätten, aber da unten ist ja noch kein Müll. Also beziehungsweise keine Produktion von dem Blödsinn. So, da war Steine. Das ist ja eine passive Anbieterkiste, die mir auch Steinmauer zur Verfügung stellt. Angeblich. Kam lustigerweise von irgendwo anders und nicht von hier. Wenn ich mir eigentlich mehrere Exoskelette anlege, bin ich dann noch schneller. Mir fällt gerade so auf, wo lasse ich den Zug denn hier anlegen? Anlegen vor allen Dingen. Ich meinte landen. Starten. Hm.
Dann kommt da der Zug durch. Damit er mich auch gut überfahren kann. Die Türme sind durch. Bam, 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 bam. So, ihr braucht noch eine Verbindung. Damit habt ihr die auch. Und so viel Schmo brauche ich hier nicht machen. So, Abbauanlagen. Die können wir schon mal eben aufbauen, während ich hier die Mauern dicht mache. Dann gucken wir einfach mal, von wo was kommt. Beim Steinfeld sollten wir wirklich versuchen, so schnell wie möglich das meiste abzubauen, was geht. Ach Moment, warum will ich einen Zug hier eigentlich hinlaufen lassen? Ach, ich bin schon total Banane. Warum soll ich denn hier irgendwas mit dem Zug holen? Ich will doch nur das Stein. Den Stein. Egal. Ich glaube, die lassen sogar das Laufband in Ruhe, wie ich das da hochschicke, ne? Weil die werden halt von dem, von der Produktion oder vom Müll oder was auch immer eher angezogen. Komm, ich habe noch so viele rote Bänder irgendwo rumliegen. Genau, geht los und liefert es. Bringt es mir. Bringt es mir, Drohnen der Liebe. Habe ich die Aufnahme gestartet? Problem ist am Band, glaube ich, wir haben ein Loch in der Wand dann. Damit sollten wir aber klarkommen. Stimmt. Ich merke einfach, es ist schon spät. Unter Tunneln macht natürlich Sinn. Mach doch einen Tunnel, Dreckenschätz. Mach doch einen Tunnel! Ah! Ja. Kann ich auch wieder im Chat einfach nur recht geben. Ihr seid so klug. Oder ich könnte es auch vor der Wand enden lassen. Da müsst ihr aber Greifarme dahinstellen. Warum Arsch? Und ich war auch noch arbeiten heute. Ich muss auch noch die Tage so viel machen, dass ich mein, sagen wir mal, meinen Abschied von der Firma zelebrieren kann. Ich habe gesagt, ich backe.
Das wird was geben, Leute. Ach so. Wegen dem Ironischen, da ich gesagt habe, ihr seid so klug. Aber ihr seid ja wirklich so klug. Auch wenn es jetzt ironisch rüberkam. Auf jeden Fall seid ihr geistig noch fitter als ich zu der Zeit. Genau, hau den Stein da voll. Und ja, man kann Streckenpunkte automatisch produzieren, beziehungsweise die Gleise. Aber das ist ja nicht weit. Bis zum zweiten Lager. Haben wir... Ja, wir haben 20 Lasertürme dabei, gut. Weil ich faul bin und jetzt nicht irgend so ein Logistikkram machen will, mache ich auch einfach ein zweites Tor. Anstatt dass ich jetzt anfange hier Signale zu setzen. Schöne Runde Haschkekse für alle. Darf ich sowas überhaupt sagen? Ich musste gestern noch jemand relativ jung erklären, dass ich nicht mit einem, ich glaube, 12-jährigen Killing Floor 2 spielen kann im Livestream. Da war die Frage, warum? Keine Ahnung. Weil ich nicht im Video aufzeichnen will, wie ich mit einem 15-jährigen, sag ich schon, mit einem 12-jährigen Killing Floor spiele, was ab 18 ist. Wieso? Magst du mich nicht? Nein, es hat nichts damit zu tun. Es hat was mit dem Rechtlichen zu tun. Wieso? Falls er noch wach ist, es tut mir leid. Ich hab's dir erklärt. Ich nenne keine Namen. Ich nenne keine Namen. Der Chat macht jetzt schon hier Namen raten. Ja, man könnte es auch über Rohre ins Lager bringen. Nur, das ist ein ganz schön weiter Weg, ne? Weil das ist ja hier oben. Und da unten sind unsere drei Ölpipelines. Da hätte ich jetzt nicht Stein abbauen müssen. Ich hätte jetzt lieber anfangen sollen, eine Rohrproduktion zu setzen. Ich hasse euch nicht alle. Wie kommt ihr denn jetzt auf sowas? Ich brauche von den Tunnelrohren, von den Tunnelröhren ganz speziell viele. So, grüne Module sind auf jeden Fall wieder genug da.
Ja, die kommen gerade nicht, weil zu wenig Kupfer produziert wird. Was wollte ich machen? Ich wollte eigentlich gucken, wo die Eisenkiste ist. Die ist da. Und dann hier Röhren produzieren. Das sollte den Montagedinger ja nicht so lange dauern. Ja, ich habe da Röhrenproduktion, aber ich lasse sie nicht in eine Kiste produzieren, sondern die läuft hier rüber für die Motoren. Da werde ich jetzt nichts abzweigen von den beiden. Weil die läuft da halt einfach so ein bisschen. Ich habe auch genug Motoren, aber ich musste jetzt nicht die Produktion da links an irgendwas verändern. Ich bin noch ruckizucki hier durch. Obwohl wir hier direkt die nächsten beiden Produktionen machen können. Und hier machen wir dann die Kannstücke. Die Kannstücke. Und dafür brauchen wir nochmal zwei Anforderungskisten. Meine Güte. Vor allem, ich habe über 1000 Logistikdrohnen. Was soll mir passieren? Und ich habe, glaube ich, noch mehr irgendwo rumliegen gerade. Die ich noch gar nicht gestartet habe. Und sind immer noch mal eben 920... irgendwie verfügbar, weil gerade alle Produktionen wieder überlaufen. Mach mal die Anbieterkisten. Nein, der nicht. Wo bist du hin? Strom. Da. Ja, das geht schnell. Schneller als wenn ich sie produziere. Das waren noch Zeiten, als wir jung und unverbraucht waren. Vor allem ich jung und unverbraucht. Katze guckt auch sehr fasziniert auf dein Factorio. Ich bin auch sehr fasziniert. Ich glaube auch, der größte Teil ist schon eingeschlafen.